Herzlich willkommen beim Motorradmagazin auf der EICMA 2024 am Stand von Honda. Und natürlich beschäftigt sich der größte Motorradhersteller der Welt auch mit alternativen Antriebskonzepten. Hier mit dem elektrischen, das meistverbreitete. Und dieses neue Konzept, dieser 125er Roller quasi in dieser Kategorie, ist der einzuordnen, heißt CUV-E. Das heißt Clean Urban Vehicle. Und wir wissen ja von anderen neuen Modellen von Honda, dass man beim Plastik zum Beispiel schaut, dass man den, weiß ich nicht, aus Apfelresten oder Algen gewinnt oder so. Hier schaut man halt drauf, dass es keine Abgase gibt. Drinnen sind zwei 10 Kilo Akkus. Es dauert 3 Stunden, um sie 75% zu laden und weitere 3 Stunden, um sie 100% zu laden. Die Maximalgeschwindigkeit soll bei 83 km/h liegen und die Reichweite bei ca. 70 km. Da schreien dann immer gleich viele und schimpfen, aber ich muss sagen, ich persönlich zu Hause in meiner kleinen Stadt würde locker eine Woche damit jeden Tag einkaufen fahren können. Ich weiß jetzt nicht, wie groß das Ladevolumen ist, ob wir den Sitz aufkriegen. Sorgt für viel Interesse, der Herr neben uns filmt gerade seit einer halben Stunde. Auf jeden Fall schaut er natürlich modern aus, sehr clean, also sehr einfach gestaltet. Wir sehen auch hinten ausklappbare Beifahrerfußrasten aus Alu. Das wird wahrscheinlich in der Serie nicht ganz so kommen. Ein großer TFT-Bildschirm, da haben wir sogar eine Karte oben, das heißt Connectivity-fähig, Steuerkreuz. Da sehen wir R, vermute ich, dass man dann auch eben zurückschieben kann, obwohl das bei so einem leichten Roller eigentlich nicht notwendig ist. Und hier sind ebenfalls 3 Fahrmodi, würde ich sagen, vermerkt, Standard, Sport und oben Econ. Also das ist dann dieser Sparmodus, damit man vielleicht, wenn der Akku schon am Ausgehen ist, noch ans Ziel kommt. Also die Funktionen kennen wir auch von anderen. Ich werde jetzt einmal eins probieren. Ja, der Sitz geht auf, schauen wir kurz rein. Da sehen wir diese 2 entnehmbaren Akkus, die gar nicht drinnen sind. Bedeutet aber auch, wir haben 0 Ladevolumen. Ja, ich kann hier also nicht gerade einmal ein Leberkässemmel da reinstopfen. Und dann eben noch so quasi dieses Keyless Go, da ist ein Handschuhfach. Und da kann ich schließlich noch meinen Helm oder so aufhängen. Und der Gepäckträger ist auch noch oben. Ja. Gefälliges Modell ist vielleicht nicht, muss man überraschenderweise sagen, am Stand anderer Modelle teilweise. Wir haben vorne zum Beispiel kein ABS entdeckt, sondern nur ein kombiniertes Bremssystem. In dieser Klasse müssen Sie ja entweder ABS oder eben CBS haben. Und da hat man sich nur fürs CBS entschieden, scheinbar. Es gibt aus anderen Quellen die Info, dass es doch ein ABS hat, aber also irgendwie, ja, wüsste ich das jetzt nicht. Naja, das ist aber schon der einzige Kritikpunkt. Das hat Zukunft im urbanen Raum, keine Frage. Man muss einfach eine Bedarfsanalyse machen. Was brauche ich? Wie weit muss ich fahren? Wie oft fahre ich? Kann ich das Fahrzeug laden? Die Akkus in den 5. Stock schleppen? Und so weiter. Ist interessant, aber ja, ein Schritt, ein weiterer Schritt in eine Richtung. Ob es die richtige ist, wissen wir ja noch nicht. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Wer mehr wissen will, das nächste Heft kaufen, bestellen, online lesen oder abonnieren. Wir sind schon auf dem Weg zum nächsten Modell.